Schade. What the fuck? What the fuck? Was denn? Okay, ich habe gerade ein ganz leichtes Problem. Was denn jetzt? Siehst du das? Du kannst keine Wetten setzen. Warum? Jetzt? Aber warum konnten kann... Warum kann ich die denn nicht? Keine Permissions. Ach, wahrscheinlich, weil das der Spawn ist. Spawn Area. Wir sind aber beide am... Wir sind aber beide Ops. Ja, du kannst aber nichts im Spawn-Gebiet setzen. Das geht nicht. Wir können doch als Ob nichts im Spawn setzen. Okay. Aber dann könnten wir hier theoretisch auch nichts setzen, oder? Warte mal. Nö, hier kann ich was setzen. Ja, warte mal. Ich kann hier was setzen, nur Betten gehen anscheinend nicht. Alter? Okay, so klappt's. Wer nimmt welches Bett? Wir testen das mal eben. Wer nimmt welches Bett? Oh, Schatzi. ich würde dich an der Wand liegen. Du kannst da nicht rein. Oder doch? Weil du eigentlich neben meinem Bett lagerst. Du sollst nicht in mir drin sein. Du lagerst nämlich eigentlich an sich auch in meinem Bett. Ich glaube, irgendwie hier spackt irgendwas rum. Aber früher war einfach mehr Lametta. Früher war alles besser, ernsthaft. Ey, das ist in Magica so gut, die Stelle, die ist so herrlich. Früher war alles besser. Vor allem die Ero. Es gibt so eine, auch so eine gewisse Stelle, die du eigentlich gar nicht entdeckst, wenn du nicht danach suchst. Und am Ende erfährst, es ist nur witzig, wenn du die Stelle am Anfang schon entdeckt hast. Ich kann es ja mal erzählen, oder? Wenn du möchtest. Du gehst immer so rein an so eine Stelle, dann ist das so, dann hörst du so BAM! Jetzt explodiert, dann siehst du, wie jemand runterfällt, so ein Turm, ne? Und da hörst es. Da liegt dann auch ein Zauberbuch für den Zauber, ne? Und nachher erfährst du auch, wieso der da runtergeflogen ist. Dann siehst du die Leiche anstehen, er ist eines natürlichen Todes gestorben. Ja, er ist von einem riesigen Turm runtergeflogen. Und nachher erfährst du auch, warum. Du wirst nämlich in der Zeit zurückgeworfen nachher. Weißt du? Ja. Und dann krachst du während der Zeit zurückfliegen voll in den Turm rein und schmeißt ihn da quasi raus, weißt du? Das ist aber auch schön, wenn du es nachher so erfährst. Aber das werden wir ja, wenn wir das LP noch sehen. Genau. Was ist denn hier schon wieder explodiert? Steve, ich wusste ja... Ah, nein! Das sah geil aus! Guck mal, ich mach's jetzt mal so. Tschüss, Steve. Hump. Oh. Seems that it hasn't worked. So quite well. Du müsstest oben am Bett gespawnt sein, richtig? Nö. Ich bin beim Portal gespawnt. Tschüss. Dann funzen. Nein! Was? Dann funzen. Okay. Dann funzen die Betten da oben nicht mal? Ich bin hier. Was ein Scheiß. Also irgendwie funktioniert der Trick mit dem Wiederhochporten nicht so gut. Ja, also, ich glaube irgendwie, dass gerade irgendwie Probleme mit dem Server ist. Ich glaube, wir nehmen zu lang auf. Der Server ist ein versteckter Hater. Lol, einfach mal zwei Skelette droppen nacheinander bilden. Sau gut, Junge. Sau so gut, so ich steht. Hast so. Du Bogen? Ja, ich hab einen Bogen. Ich hab mich eingekriegt. Oh, Steve, ich wusste doch gar nicht, dass du einen finnischen Pfeil hast. Schick zwei Beine. I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the arm. Du hast Pfeile im Arm. Ja, ich seh's. Alter, vorne in einer Schulter drin muss das wehtun. Ah, Sag mal, hast du Faden in der Faden im Inventar? Nein. Schade. Ach, der Sound war so schön, Minecraft ohne Sounds. So, einen heilen Bogen mit 44 Pfeilen. Kommt her, ihr Viecher.
Nein, Spaß. Get over here. Ja, was fühle ich hier noch so? Du kannst dich gerne. Du bist doch nicht, du wirst jetzt müde, oder? Nö, ich gähne trotzdem ab und zu. Du gähnst! Du Gähner, du! Und ich müde mich kurz wegen Naseputzen und so. Wieso hast du... Elia, auch wenn du mich hörst, aber du könntest ruhig mal deine 34 Holzbretter mal ruhig mal in die Truhe packen. Ich habe vergessen, mich zu entmuten. Steve, ich habe mich nicht entmutet gerade. Okay. Ne, aber wäre mal nett, wenn du mal die die 34 Holzbretter, die du hast, mal in die Truhe tust. Woher siehst du das? Du weißt, dass du mit Essentials viele, viele Befehle hast? Ja, see inventory oder nein, so. Inf see! Ja, ich kenne das. Und ich wollte nur mal gucken, wo das Holz abgerieben war. Soll ich dir das zeigen, wie sowas geht? So und 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 so. Wieso kann ich Obst nicht aus dem Inventar klauen? Ich weiß nicht, geht's. Obst kannst du nochmal, wenn du einmal spielst, kannst du ja normalerweise aus dem Inventar klauen, weißt du? Okay. Das macht Gunnar auf dem Server mal bei mir, wenn ich Diamanten in der Tasche habe, die ich nicht mit X-Ray gefarmt habe. Was ich ja auch gemacht habe, ist, guck mal hier. Ich bin blub. Guck mal, was da im Chat steht. Ja, blub halt. Ja, aber wer es geschrieben hat? Stevie. Ich sehe, dass da kein Enderman ist. Ich sehe ja mit X-Ray gerade durch die Wände. Ich bin einer, der nutzt X-Ray nicht, deswegen. Ich auch nicht. Ich benutze es nur aus einer Langeweile immer. Ja, hier bringt dir da eigentlich X-Ray gar nichts. Doch, ich kann sehen, ob da ein Enderman ist. Like an... Enderman? Ich könnte tatsächlich Enderman spawnen, aber... Hast du gut. Das ist so... Nee, das wäre böse. Wir cheaten in diesem LP jetzt sowieso ja schon sehr viel. Ja... Gott, irgendwie muss man den Fun-Faktor erhalten. Ja, das Projekt zieht sich schon sehr groß in die Länge, habe ich gemerkt. Und es ist jetzt nicht gerade spannend. Es ist halt ein absolutes Talk-to-Win-Projekt. Mir ist nicht mal aufgefallen, dass gerade mein VLC, mein Musikprogramm im Hintergrund so richtig leise geworden ist. So, ich wollte auf Steam mal noch gucken, was gibt Season Pass für Black Ops 2 für 50 Euro. Ja, das ist doch der größte Beschiss aller Zeiten, weißt du? So. Ach, hier ist auch noch was ich gerne mal mit dir oder so zocken würde. Oh, jetzt kommt's. Lord of the Rings Lego. Ja. Es ist ganz cool, sieht auch nicht schlecht aus. Es gibt so viel, was ich gerne LPen würde, aber ich kann leider nicht wie Gronkh 5 Sachen gleichzeitig haben. Ich habe ja schon sehr viele Projekte aktiv. Ich habe ja mit meinem neuen Konzept ja schon die Projekte gekürzt, weißt du? Ja. Was auch gut ist, dass ich das gemacht habe. Soll ich mal ganz hart sein? Ich gehe jetzt ohne dir, ohne... Ich gehe jetzt auf die Toilette. Oh mein Gott! Der ist so wie Basti, ernsthaft. Ich fühle mich nun erleichtert. Wollte ich mal gerade so gesagt haben, ne? Okay. Was haben wir denn hier noch so auf Steam?
Dungeon Land Trailer. Was? Aber das ist ein Witz. Weißt du, was mal Basti gemacht hat während einer Adventure-Aufnahme? Was denn? Das wird auch demnächst wieder auf meinem Kanal kommen, wenn ich die Adventures anfange, weil ich alle Projekte, die auf dem SteveBH-Kanal existierten von Adventures, auf meinen Hauptkanal jetzt überziehen werde. Der hatte mal kurz am Ende irgendwas gegessen während der Aufnahme und hat dann einfach mal seine Schnauze, die ganze Zeit die Schnauze gehalten, bis ich mich dann beschwert habe. Dann hat er irgendwann wieder was gesagt. Und dann war die Map gerade zu Ende. Weißt du, wie ich den Affe gehasst habe? Bisschen. Bedroht habe ich ihn damit, dass ich damit ihm gar nichts mehr aufnehme. Keine Ahnung, ob er deswegen dann das Mikro wieder angemacht hat. Blocks. Get on my level. So, was finde ich denn? Ganz ehrlich, mich kotzt das ein bisschen an, dass wir wirklich nur so scheiß Steinwerkzeug nutzen können. Ja, das ist ein bisschen lästig. Soll ich mich mal ganz hart outen? Wieso? Ich finde Far Cry 3 jetzt nicht so. Also, ist jetzt nicht so mein Typ von Game. Alter, jetzt habe ich mich geoutet. Alter, weißt du, das ist doch komplett deine eigene Meinung zu dem Spiel. Ja, ich meine so, weil das so alles super finden. Ich weiß nicht. Ist nicht so mein Ding, finde jeder, ich. Jeder hat seine eigene Meinung. Wenn dir ein Spiel nicht gefällt, ja, ist das deine Meinung. Es ist schon cool, aber es ist jetzt irgendwie nicht so was, wo ich sage, muss ich mir kaufen, so wie bei Black Ops 2. Jetzt kommen bestimmt alle Leute und sind über mich hier bei Black Ops 2 her. Ja. Dishonored, das würde ich auch gerne mal als Let's Play bringen. Also Dishonored. Ich glaube, ja die Editor ist zur Zeit so krass, dass er es auf Brutal macht oder sowas. Hat er schon längst durchgespielt auf Brutal. Ja, er hat auf Safe gespielt normal und dann hat er es auch immer auf Brutal und hat sie einfach durchgeschlachtet. Ich hab's ja einmal durch, ne, weißt du? Und hat das ja auf ein Achievement gespielt. Das Achievement war saubere Hände, töten sie keine. Drei Endermans, eine einzige Enderperle. Ja, Verhältnis 1 zu 3. Weißt du, ich hatte ja auf das Achievement saubere Hände gespielt, was erfordert, dass ich keinen einzigen Gegner im Spiel umbringe. Ja. Das war ein Massaker aus Neuladen. Ich hab übrigens. Ja, genau. Inventory Tweaks, schmeißt einfach mein Schwert weg. Genau. Dieses Inventory Tweaks ist manchmal so verbuggt, das glaubst du gar nicht. Ja. Aber weißt du, auf so ein Achievement wie saubere Hände würde ich, glaube ich, in einem LP gar nicht spielen. Weißt du warum? Ich meine, in einem LP willst du nicht sehen, wie ich Dauer lade, wenn ich mal gesehen werde oder so, weißt du? Es wäre dann auch ziemlich langweilig. Ich glaube, ich würde es aber trotzdem relativ stealthy spielen, weil ich bin einfach nicht der, ich renn durch und massakriere alles Typ. Ist nicht so mein Stil. Ist nicht dein Stil. Ja. Also ist wirklich nicht mein Stil. Ich bin wirklich eher der dann worum huscht, dann wirklich notfalls mal eine Wache von hinten messert, aber abwürgen ist dann schon immer was die bessere Wahl. Ach mein Gott! Beschissenes Inventory Tweaks, Auch wenn die KI in Dishonored manchmal Dishoder. Warum? Falls ihr euch fragt, warum ich Dishoder sage, das ist eine Parodie von einem Freund, der sowas gemacht. Der das Dishoder genannt. Das ist einfach nur eine gute Parodie. Ich habe einfach nur herzlich was zu machen gehabt. Weil dieser random Humor einfach genau meine Art ist mit diesem. Wo die irgendwas machen, auf einmal kriegt er. Es gibt zum Beispiel eins, ich mache es mal ein Beispiel, sind die zocken irgendwas dann so. Habe ich das gemacht? Und dann auf Englisch eben. Did I really? Yeah, did you? Yeah, you did. Can you forgive me? Yeah, sure. Und dann geht auf einmal der Hals so ganz verkrüppelt so zur Seite, wird so übel lang und macht so eine Schleife. I will just never forgive you. Das ist so, das ist dieser random Humor, den ich einfach so super, super, super gerne mag. Oh, Steve, ich weiß, dass du ein explosives Gemüt hast, aber. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich das umgestellt habe, dass die Creeper nichts zerstören können. Ja. Du könntest mal den Girlfriend-Mod drauf machen. Da können wir uns mit Creepern unterhalten, die einen fetten Ausschnitt haben und dann sind sie unser Freund und explodieren nicht mehr. Ach ja, toll. So ein kranker Müllrot ist und das ist unglaublich. Ich will jetzt nicht zu viele Mods hier drauf machen, da wir sowieso schon so beschissen viel cheaten. Diesen Mod brauchst du kein Stück.
Nee, ich meine, ich habe den, ich weiß gar nicht, bei welchen Mod-Vorstellungsjenigen ich das mal gesehen habe. Oh, ich habe das in Amerika, einen Ami, den ich ganz gern gucke bei so Mod-Reviews. Was wollte der Kerl mit der Endertruhe auf dem Kopf jetzt noch so sagen? Keine Ahnung, sagte der Kerl mit dem Glaskopf. Das müssen wir jetzt jedes Mal sagen. Stevie LP und Mr. Millicent LP sagte, wie findest du eigentlich den Amboss? Oh Gott, stell dir das mal vor. Ah, most recent. I think Magica is a pretty cool guy. Defeat Azathur. Das ist der letzte Endboss in Magica. Aber das ist ja jetzt kein Spoiler.